Die Aktion Stop the Drop hat zum Ziel, 1 Million Zigarettenstummel zu sammeln und so auf die Umweltverschmutzung durch Zigarettenstummel auf dem Boden aufmerksam zu machen. Das Problem ist, ein Zigarettenstummel, wenn man den auf den Boden wirft, wenn Regen darauf kommt, schwemmt es die giftigen Stoffe aus dem Filter und es verschmutzt 40 Liter Wasser. Darauf wollen wir aufmerksam machen und etwas dagegen tun. So I'm especially surprised at how many you find. I mean, every couple of meters, maybe even less, you pick up several cigarette butts. And quite a few you see they've already degraded, which means the poisons have already flown into the ground. And I'm disgusted. I don't like it. And I think people should be more aware about throwing away their cigarette butts. Surprisingly also, there's some ashtrays close by, places where you can just put your smoked cigarettes in, but nevertheless you still see quite a few butts strewn around the ground. Ja, wir haben jetzt eine halbe Stunde gesammelt, 5 Personen, und wir haben diese Flaschen da oben gesammelt und wir haben noch 2 weitere PET-Flaschen gesammelt, und schätzungsweise sind das innerhalb 30 Minuten 1500 Zigarettenstummel, die wir so eingesammelt haben. Donc je pense quand on a ramassé les mégots de cigarettes, j'étais surpris de voir qu'il y en a autant dans la rue. Et je pense que les gens ils sont pas conscients du fait de l'impact écologique que les mégots ont dans la nature. Et j'espère juste qu'avec le projet Stop to Drop, on peut avoir plus de conscience et que les gens se rendent plus compte quels sont les impacts sur l'environnement des mégots jetés par terre. Was kann man tun? Also, Sie können mithelfen und mitmachen. Helfen in den nächsten 2 Wochen bis zum 22. März, helfen mitsammeln. Sie können mit Freunden, mit Familien in kleinen Gruppen wegen Corona und den richtigen Schutzmitteln, also das heißt die Corona-Maske, Handschuhe und eine Wäscheklammer und eine PET-Flasche nehmen und einfach zu Hause vor die Tür gehen und starten mit dem Sammeln. Es ist erstaunlich, wie schnell man Zigarettenstummel zusammenliest und so etwas gegen die Umweltschäden machen kann.